Moin Moin und herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu Banished Achievement Hunt mit mir, der Zementente, die erstmal das Spiel anstellt. So, wir haben in den letzten Folgen immer noch weiter an unserem Achievement Mountain Man gearbeitet, aber so langsam aber sicher kommt ein Ende in Sichtweite. Wir sind schon im Sommer 18 und wenn mein Gehirn sich nicht täuscht, dann haben wir, ich glaube, irgendwas mit mit Spring 6, glaube ich, so weit gezockt gehabt, dass wir genug Einwohner hatten. Genau, also ich glaube im Spring 6 fing das an, dass wir 50 Einwohner hatten und jetzt müssen wir nur noch durchhalten oder so bis irgendwie, keine Ahnung, Early Summer oder Spring 26. Dann müsste es theoretisch alles klappen. Drücken wir die Daumen. Das eben so ist. Hier habe ich mir nochmal überlegt, dass wir den Weg nochmal ein bisschen umsetzen, den ich da irgendwie so blöd geplant habe. Warum, weiß man nicht. Ich habe die Ente so gemacht. Hier unten ist es wahrscheinlich egal. Aber zumindest hier oben will ich den Weg weg haben. Denn wenn ich ihn da hinsetze, wird zwar ein Baum mehr abgerissen, aber ich würde im Zweifel, was sieht man, wenn ich da oben drüber, dieses Haus hier noch unterkriege. Und das wäre ja sinnfrei, wenn wir den Platz nicht nutzen würden, falls wir ihn denn brauchen. Ich glaube ja nicht schon, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Das gilt besonders bei Banished. Banished ist das Spiel, das dieses Lebensprinzip am meisten verinnerlicht, glaube ich. Und auch einem Menschen am meisten wiedergibt. Hier hätte ich gerne genau das gerade einem mehr angeguckt. Das ist richtig. Ne? Denn, denn Banished ist das Spiel der Vorausplanung. Wenn man in Banished nicht vor einem Problem eine Lösung gefunden hat, dann hat man ein Problem, das man nicht mehr lösen kann meistens. Wenn die Leute krank werden und ich habe noch kein Krankenhaus, dann sind sie alle krank und schnell tot. Und umgekehrt sind die Leute passiert irgendwie, der Krankenhaus ist das einzige Beispiel, das mir gerade einfällt. Warum, weiß ich nicht. Achso, und habe ich nicht genug Nachschub an irgendwas, an Kleidung, an Tools oder eben an Essen und die Leute fangen an zu verhungern, dann ist das Kind schon in den Brunnen gefallen, wie man so schön sagt. So, wir warten immer noch darauf, dass hier jemand kommt und uns unsere Schafe liefert und dann überlegen wir, wie und zum Geier wir es schaffen sollen, diese Schafe tatsächlich zu versorgen. Und wir haben echt ungelogen, wir haben zu viel Essen. So. Ja, ich weiß. So, wir haben derzeit auch keine Bauaufträge, wir haben derzeit keine Sammelaufträge, wir haben derzeit gar nichts am Laufen. Wenn ich beim letzten Mal hier oben irgendwo noch ein verlocktes Stück Eisen irgendwo gesehen habe, kann ich nicht mehr erinnern wo, aber irgendwo lang ein einzelnes Punkt Eisen rum, das ich einsammeln kann. Oh, guck mal, ein Trader. Auf Trader habe ich Böcke. Auf Trader habe ich Böcke. Komm rüber und bring mir mal Barketto. Ich weiß es nicht. Ah ja, hier ist es. Aber da kommt ja dann ran, ne? Ja, okay. Vielleicht war es auch woanders und ich habe es wieder vergessen. Ist auch nicht so gut. Wir produzieren ja ein bisschen Eisen hier in der Mine und das muss auch reichen. Wir haben auch gerade ein für unsere Verhältnisse relativ hohes Maß an Steinen und Eisen im Vorrat. Also insofern kann uns da gerade in dieser Sekunde nichts anbrennen. Wir könnten uns fast zwei komplette Steinhäuser leisten und hätten sogar noch Eisen und Holz über. Ist das nicht was? So, hat er das Holz schon angeliefert, das Feuerholz, falls wir die Schafe kriegen? Ja, hat er. Gut, alles klar. So, hier. Klink angeklingt. Food Merchant. Ja, was Besseres brauchen wir auch nicht. Du gehst mir auf die Nerven. Geh weg. Verpiss dich. Wir wollen kein Food. Wer braucht schon Food? Wir haben spät Herbst und dieses Feld wird nicht mehr bearbeitet, aber ich hoffe, das geht dann wieder alles weg und sonst haben wir zum halben Feld da. Den Weg haben sie zumindest schon mal weggemacht, aber den neuen angelegt haben sie noch nicht. So sind sie, die Bürger. Naja, okay. Trauern hier über ein paar Toten. Kann ich ja verstehen. Hühnchen. Hühnchen. Hühnchen, Hühnchen, Hühnchen. Bock. Mann, 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 hier ist was los, ne? Ein Farmer ist gestorben, wurde gleich replaced, alles klar. Okay. Ich hätte theoretisch zwei Herdsmen, die haben nämlich zwei neue Dingens bekommen. 55, 63, alles klar. 63 ist ein schönes Zahl. So, gucken wir mal die Hütten durch. So, hier wohnen wir. Also diese alten Leute, die sich alleine eine Hütte organisieren, ne? Das ist nicht sehr gemeinschaftszuträglich, was ihr hier macht. Warum wollt ihr hier nicht. Okay, das ist eine Frau. Okay, habe ich verstanden. Gibt es ein Problem mit. Will mir nicht sehen. Ich bin mir gerade nicht sicher, deswegen erzähle ich jetzt lieber keinen Schmuh, aber ich glaube, dass der Banished-Logik sogar egal, ob ein Mann und eine Frau im Haus einziehen, wie sie Kinder sollen. Aber ich glaube, sie versucht schon immer, Männlein und Weiblein zusammenzubekommen, aber wenn es gerade nicht geht, dann können notfalls, glaube ich, auch zwei Frauen oder zwei Männer das Problem regeln. Das habe ich gelesen. Ob das stimmt, ich habe es selber noch nicht überprüft. Weiß ich nicht. Hier auch, hier, Shedrick, der wohnt hier alleine. War das hier unten ein Mann oder eine Frau?
Spiel, das ist eine Frau. Warum zieht ihr beiden nicht zusammen? Gut, ja, vielleicht könnt ihr euch auch einen Token nicht ausstellen. Verstehe ich ja, aber trotzdem. Oder hier, wenn du Shadwick nicht magst, dann zieh doch zumindest mit Colin zusammen. Ist doch echt jetzt, oder mit oder wenn ihr beiden lieben mögt, dann zieht mit Edmund zusammen. Ist doch, die wohnen nur einzelne Leute. Was soll denn die Scheiße? Echt jetzt. So viel Platz für meine Bürger, wenn sie wollten. Aber ne, keiner hat Böcke. Oh, hier sind zwei Leute tot. Forrester wurde ersetzt, Gabriel wurde ersetzt und da sind die beiden Arbeiter nämlich auch schon wieder weg. Und die schönen, keine Ahnung, 64 Bürger sind auch schon wieder weg. Ja, es soll nicht wirklich mehr wachsen. Also im Moment wüsste ich auch jetzt nicht, wenn ich ganz ehrlich bin, wie ich die Bevölkerungszahl nach oben treiben würde, wenn es müsste. Also wahrscheinlich würde es helfen, tatsächlich noch mehr Hütten zu bauen. Aber ich kann halt keine Hütten bauen, denn mir gehen die Leute aus, um Hütten zu bauen. Das sind so Maßnahmen, da würde ich in einer großen Stadt, wenn ich das Problem hätte, in einer großen Stadt hast du das Problem so, in dieser Form natürlich nicht, denn da hast du andere Zahlen hier bei diesen Sachen stehen. Da kann ich von den, keine Ahnung, 10 Stone-Cutten mal 2 oder 3 abziehen, um zumindest ein paar Hütten zu bauen. In diesem Fall hier würde ich tatsächlich gucken, wo haben wir zu viel von, denn wenn ich keinen Nachwuchs mehr habe, dann habe ich zumeist irgendwas über. In meinem Fall ist das gerade Nahrung. Ich habe echt so viel Nahrung, dass meine Leute gar nicht mit Essen nachkommen. Ich habe 9000 Food permanent im Store. Und 9000 ist genug für 90 Einwohner. Wie viel haben wir? Wir haben irgendwas um die 60. Das heißt, ich könnte locker an Nahrungsressourcen irgendwo was abziehen für einen Moment. Nicht permanent, versteht mich nicht falsch. Zu viel Nahrung gibt's in Vanish nicht. Hat man nicht. Gibt's nicht. Hat man nicht. Wenn man zu viel Nahrung hat, ist alles gut für den Moment. Aber dann kann man expandieren. Und das ist das, was ich sagen würde. Um zu expandieren, würde ich jetzt zeitweise, ich glaube in meinem Fall zum Beispiel mal die zwei Fischer hier abziehen oder mal eine weitere Farm ausstellen für ein Jahr lang und wird dann in der Zeit zwei Hütten bauen. Oh, was ist da schon passiert? Ein Forester ist gestorben. Ja, das ist sehr ärgerlich. Ich baue noch mal eine Hütte. Aber das ist halt so die Sache. Das kann man dann immer mal zeitweise machen. Da muss man nur aufpassen, dass man es nicht aus den Augen verliert. Ich glaube nicht, dass diese Hütte bezogen wird, aber wir machen es mal. So. Da steht ein Baum raus. Hier sind die Ressourcen, das heißt, die sind auch wirklich echt kurze Laufwege. Da müssen wir ziemlich zackig finden, das Ganze zu schaffen. Und dann ist Lynn und Benefar. Der Baum ist schon weg. Das ging Rakizaki. Ja, Rakizaki. Das ist ein neues griechisches Gericht. Rakizaki. Und dann tragen wir ganz gemütlich permanent hier hin und her. Da seht ihr auch dann, was ich mit Laufwege und Effizienz meine. Wie schnell das hier geht, dass sie die Sachen hochbringen. Klar, ich bin auch schon, ich weiß. Aber die laufen hier runter, gehen da hin, bringen das hinten. Haben noch nicht so viel Hunger und Nahrung und Dings gebraucht, dass sie nach Hause laufen wollen. Nee, die machen es einfach nochmal und nochmal und nochmal. Und da bringen wir einfach richtig viele Ressourcen auf einmal. Guck mal, ich bin jetzt fast fertig, was die Ressourcen angeht. Und das in einem, wenn man so will, Arbeitsabwasch. Das ist schon ganz gut. So. Macht mal fertig. Seht doch, ihr könnt es. Ja, ne? So, jetzt hin und die machen. Und kurz einen Blick auf die Ressourcen geworfen. So. Weiß ich es gleich, aber geht schon. Was jetzt nämlich passiert ist, dass die Leute, die gerade als Laborer arbeiten wollen, das wird bestimmt den einen oder anderen geben, hier zum Beispiel den Blacksmith, und vielleicht auch der Viewer, dass der den Storage schon mal erräumt, während die hier anfangen zu bauen. Und das heißt, die Leute, die dann bauen, können dann gleich danach später gehen und vielleicht schon weniger arbeiten. Seht ihr das? Obwohl zwei Bauarbeiter hier eingeteilt sind und es fertig machen, wird der Storage hier klein. Das machen dann die Laborer. So, zieht hier wer ein. Zieht hier wer ein. Aber besser zu viele Häuser haben als zu wenig. Auch hier in Bench kann man von nichts zu viel haben. Außer von Wolle. Woher ziehe ich diese Weisheit, man kann zu viel Wolle haben? Ich hatte das Problem in meiner Let's Show Welt. Ich hatte eine Gegend, wo ich tatsächlich zwei Schaffarmen relativ nah beisammen hatte und zufällig, oder was heißt zufällig, da habe ich nicht so hingeguckt beim Plan, haben sich dann diese beiden Dinger eine Storage-Bahn und einen Marktplatz geteilt. Und diese Storage-Bahn, die war am Ende voll. Die hatte irgendwie 90% oder 95% da drin waren Wolle. Und der Rest waren dann irgendwie noch so ein paar Kleinigkeiten. Und auch der Marktplatz nur Wolle. Kam die Wolle nicht mehr weg. Ich habe in der Nähe einen Trading Post gebaut. Oh, ein Stonecutter wurde er crushed von einem Rock. Das ist richtig schlecht. Das ist noch ein Hörzimmer.
Den Herzmann würde ich gerne ersetzen. Der Stonecutter, der muss damit leben, dass er tot ist. Das ergibt eine Menge Sinn. Egal. Was hatte ich jetzt gerade erzählt? Ach ja, genau, ich hatte zu viel Wolle. Ich habe dann in der direkten Umgebung zu diesem Wolding, zu diesen gefüllten Woldingern einen Trading Post errichtet, meinen zweiten. Und habe einfach, ich glaube, binnen 4 Jahren habe ich einfach 1500 Wolle weggetradet, nur um sie loszuwerden, gegen irgendeinen Scheiß, den ich nicht mehr brauchte. Aber Hauptsache, die Wolle war weg und die Storage Barns waren wieder leer. Das war wichtig. So, jetzt macht man das Ding neu. Oh, hier ist ein 5-jähriges Kind alleine eingezogen. Alles klar. Meine Stadt ist so kaputt, das ist der Hammer. Diese Stadt ist so kaputt, das ist der absolute Wahnsinn. Oh Mann. Da ist da ganz alleine ein Kind eingezogen. Bitte was? Ein 5-jähriges Kind gehört, dieses Haus gehört, also das ist Pipi Langstrumpf in männlich. Oh Mann. Oh Mann. Ich hab ein Haus, ein kunterbuntes Haus, ein Äffchen und ein Pferd. Da 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 da. Na, 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 na. Und ich singe na 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 na, weil ich nicht mehr weiß, wie der Text weitergeht. Aber egal. Ach, wie schön. Die hat auch, also die hat kein Äffchen und ein Pferd, ne? Aber die hat hier Hühner hinterm Haus, ne? Das ist kleiner Onkel hier, da läuft er, hier, da, das sieht die. Ja, liebes Spiel, was machst du da? Warum lässt du 5-jährige Kinder alleine in irgendwelche Hütten ziehen? Wenn das die Eltern wüssten. Mann, Mann, Mann. Hier, mach mal fertig. Ein bisschen sägen, ein bisschen hämmern. Und dann ist das alles gut. Kann er abseinzen. Oh, Trader. Hast du meine Schafe? Farmer ist gestorben, wurde entsetzt. Walnut Sheep. Walnut ist doof. Selbst wenn wir Saatgut kaufen würden, kaufen wir keine Walnuts. Sorry. Du verkaufst nur Saatgut, dann hau mal ab. Ihr seht, der blöde Typ, bei dem wir die Schafe bestellt haben, der lässt sich nicht mehr blicken. Oh, du hast was bestellt? Na, dann komme ich nicht mehr. Jedenfalls, Walnut Seed sind hier für die Orchards und die, nee, brauche ich nicht. Die kannst du auch nicht bei ihm hier verwerten im Zweifel, also, nee, brauchen wir nicht. Fertig. Das ist ganz einfach anfangen. Wenn überhaupt, würde ich mir nochmal einen Saatgut für die Cropfields besorgen. Keine Ahnung, irgendwas Schönes halt, ne? Aber auch da bin ich eher skeptisch, dass ich das brauche. Was sagt unser Feuerholz? Oh, Feuerzeug nimmt eigentlich zu wenig, deswegen... Okay. Ich war gerade überlegen, einfach in gemütlichen Schritten den Vorrat, den der Mann hier ins Trading Post hat, aufzustocken, aber ja, da ich im Moment gerade keinen Überschuss habe, lasse ich den auch nicht eingefangen. Wow, guck mal, unter 8000 Nahrung. Wohahaha. Wir kriegen Nahrungsmangel. Schocking. Nahrungsmangel. Ganz schrecklich. Völliger Blödsinn, wir haben keine Aufmerksamkeit. Wir haben immer noch einen Überschuss. Müssen wir natürlich trotzdem im Auge behalten, wenn es denn doch massiv runtergeht, dann müssen wir irgendwann mal wieder gucken, was wir gegen weg. Dann haben wir langsam den Punkt erreicht, wo wir doch zu viel überrascht sind. Wir haben jetzt mittlerweile 2 Fischer verloren, 3 Farmer und 1 Gatherer. Und der wäre wohl auch gerade jetzt. Gut, dass wir da noch einen hatten. Das wäre gefährlich gewesen, wenn der nicht geklappt hätte. Wer ist jetzt der Teacher? Darn ist. Guck mal, wie alt der ist, nicht, dass der uns nachher. Ach, kann ich mir auch einfacher machen, ne? Ich mach das mal 50. Okay, das wird auch nochmal schnell jemand gemessen. Also das ist gerade in dieser Sekunde, wo ich draufklicke, gewechselt. Oder? Und so geht's. Ich kann auch in diesen beiden Hüten, ne? Aber der Hut nicht. Der ist auch gut. Zack, ganz viele Hand hat. Mir ist gerade die Frage, es könnte irgendwie langsam eng werden mit der Nahrung. Nicht noch mehr Leute gegen das Fenster zugemacht. Okay. Natürlich habe ich das Ding ins Fenster zugemacht. Wer ist hier noch eine Zimmer aus der Physischen Industrie? Das Spiel ist teilweise wie wenn ich. Oh Leute, wir haben unter 40 Arbeiter. Ja. Wirklich 60 Leute. Ich habe so Schiss, dass das nicht mehr klappt. Wir sind mittlerweile bei Ort 19, also wir haben schon noch ein bisschen Spiel, bis wir da sein müssen, aber es wird eng. Also ich meine, ja, wir haben Nachwuchs und wenn der erstmal groß ist, ist ja auch wieder, können die Leute auch wieder irgendwo hinziehen, nur es sind ja keine Hütten frei, das ist ja das Blöde. Ich habe zwar Hütten, wo kleine einzelne Kinder hinziehen, hier haben wir Leute, die wohnen ohne Ende, die 2 Skills, die können da auszählen.
Ja. Aber hier wohnt wieder irgendwer alleine. Hier wohnt irgendein ganz merkwürdiges Paar. Also hier wohnen auch ganz komische Leute. Das ist alles ganz merkwürdig, wie die jetzt hier sich verteilen. Das ist alles sehr komisch. Hier, Marilis und Manny, ihr könnt noch mal. Der Gatherer ist schon wieder tot. Toll. Okay, der Taylor. Ich dachte, das wäre die Schule wieder. Ach, da war es auf einmal da. Das ist der Dingens. Na toll. Naja, okay, ich habe keine Leute, Leute. Ihr müsst fertig werden, liebes Team. Es wird Zeit. Kann ich nicht anders sagen. Hier unten war doch einer, der war verfallen, oder? Hier da, Raymond, 20 Student. Ich dachte, hier unten sind nur bis 16 Student. Naja, egal, hier sind sie bis 20 Student. Das habe ich nämlich, ich glaube, da habe ich mich auch in einem der Let's Plays... Hier, das Haus ist komplett leer. Na gut, okay, das Haus ist komplett leer. Die sind hier so alt, die sterben mir alle weg. Ich sterbe, Leute, danke, ein Adult. Was kann ich denen zuteilen? Nix. Okay, alles klar. Miner. Ich glaube mal ganz ehrlich, Miner, wir haben gerade genug Eisen. Wir ziehen zwei Miner ab. Machen erstmal unseren Taylor wieder an. Wo ist denn Taylor? Taylor? Da. Wir haben auch... Wir brauchen keine Steine. Steine kann zeitweise leer stehen. So. So. Brauchen wir alles gerade nicht. Erstens riskant, weil da Leute sterben können. Einen Miner lasse ich, damit wir ein bisschen Eisen nachproduzieren, weil das ja auch nach und nach verbraucht wird vom Schmied. Aber auch das seht ihr ja, der Schmied, der ist massiv unausgelastet. Ich überlege gerade kurz, das Ding hier umzuändern auf Kohle. Und dem Schmied zu sagen, er soll nur noch Steel Tools herstellen. Aber weil wir so viel Eisen im Vorrat haben, vor allem. Aber, nee, lassen wir mal alles so, wie es ist. Hat auch, glaube ich, nicht so den Mega-Mehrwert. Langsam aber sicher geraten wir doch ein bisschen in Woodcutter-Mode. Habe ich das Gefühl. Das ist eine Lock-Limit. Ja, okay, mal egal. Ich bin gerade echt nicht glücklich. Ich bin gerade echt nicht glücklich. Ich weiß nur noch nicht, was ich tun soll. Lalala. Ich glaube, ich kann nicht viel tun, als hoffen, dass die große Anzahl an Kindern und Students, die nachkommt, reicht. Ein Gatherer ist gestorben, wurde ersetzt. Okay. Nahrungsmäßig sehen wir gerade, das hat die Farm abends auch wieder hoch. Sehr schön, neue Labor, das passt gerade sehr gut. Haben das auch wieder hochgebracht. Also, obwohl wir jetzt gerade wieder Winter haben, sind wir wieder bei 9500. Da haben wir kein Problem. Nur weil da gerade mal 200 Leute sterben oder weil da gerade der Nachwuchs ein bisschen, der Nachschub ein bisschen weniger wird. Aber ich bin trotzdem nicht glücklich, was die Einwohnerzahlen angeht. Ich werde immer weniger. Ist schön. Gleichzeitig ein Kind geboren und noch ein Student und ein Labor und sowas alles bekommen. Also quasi einen von allem bekommen. Neues Kind, neuer Erwachsener, neuer Student. 37, 10, 10, 8, 9, 7, 4, 5, 9, 5, 57, 56. Oh mein Gott, Leute. Macht euch nicht. Macht mehr Kinder. Schaut mir das nicht an. Wir verlieren gerade rapide Leute. Ich meine, ja, das ist klar, weil die alle alt werden. Hier oben sehe ich das ja. 77 und 78, was ja alle sind. Die sind alle, übertreibe mal, die sind alle reif. Wieso ist der da oben mit 21 noch ein Student? Was bist du denn für ein Drückeberger? Hast du 5 Klassen wiederholt oder was? Kann ich überhaupt nicht gut heißen. Child, ja, Child. Firewood Low, ja, hab ich gemerkt. Ging mir vorhin schon mal so, dass ich das gemerkt habe. Ich mach mal kurz Schluss, liebe Leute. Ich bin die Zementente. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich sehe gerade, es ist schon so spät. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich alles Gute und sage ciao, ciao.